Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Dankeschön fürs Reinschalten. Ich freue mich, dass ich heute wieder mit euch was auspacken darf. Ich muss dazu allerdings sagen, dass das Paket schon ein bisschen länger bei mir liegt. Also länger, ein, zwei Monate. Und ich da tatsächlich noch nicht zu gekommen bin, das Video zu drehen. Aber es geht ja nichts verloren. Und es ist ja auch nicht so, dass das jetzt brandeilig ist. Aber ich habe zumindest wieder was mit euch auszupacken. Und ich freue mich da mega tierisch drauf. Ja, und ihr werdet es natürlich gleich sehen. Damit wir keine Zeit verlieren, packen wir es direkt aus. Ich kann euch zumindest schon mal eins sagen, das ist auf so einer Luftpolsterverpackung gekommen. Also gut eingepackt, mehr oder weniger. So, es hat bei mir auch tatsächlich zu Hause gelegen. Und ich habe darauf geachtet, dass da nichts Schweres drauf liegt, also dass das nicht irgendwie kaputt geht oder so, sondern dass das halt so, wie es auch geliefert wurde, bei mir zu Hause verwahrt wird, bis es ausgepackt wird. So, das ist das Bild, das könnt ihr schon sehen. Es ist auf keiner Luft... Nein, es ist auf keiner Schaumstoffrolle. So rum ist besser. Es ist keine Schaumstoffrolle, es ist hier drin, das könnt ihr sehen. Ich mache es ganz vorsichtig mal auf, damit wir es rausholen können. Ich weiß noch nicht, wie ich es jetzt aufmache. Ich schneide es einfach auf. Ich habe schon lange kein Auspackvideo mehr gesehen und habe gedacht, es ist mal wieder Zeit, dass ihr mal wieder was Neues seht. Und nicht nur immer die Sachen, die ich noch am Machen bin und die ich vorhabe zu machen und so. Und deswegen gibt es auch mal wieder ein Auspackvideo. So, das ist das Bild. Das Problem, wenn es nicht auf einer Schaumstoffrolle ist und in so einer Verpackung kommt, ist es immer, dass das Bild nicht hundertprozentig glatt ist und gerade ist, sondern ihr könnt die Dellen hier schon sehen. Oftmals legen die sich hinterher wieder aus, aber ich finde es per se nicht so schön. Also für mich, selbst wenn dieser Shop gute Bilder hat, ist das für mich nicht unbedingt ein Shop, wo ich sehr gerne bestellen würde. Alleine schon, weil der Versand halt so ist, wie er ist. So, aber packen wir es mal weiter aus. Und ihr könnt auf der Rückwand hier schon sehen, es ist hier überlappend aufgebracht, der Kleber und die Folie, und ihr könnt hinten die Falz auch sehen. Ist natürlich nicht so schön. Es ist ein sehr großes Bild. Noch Klebereste. Noch irgendwelche anderen Reste. Es ist kein kleines Bild. Ich hatte mich extra bewusst für ein größeres Bild entschieden, weil ich bei dem Shop ja noch, ich sag mal, einen Rabatt bekommen habe. Und dann habe ich gedacht, okay, nimmst du was, wo sich der Rabatt auch lohnt? Naja, gucken wir mal. Wir haben ein Toolkit dabei. Ein ganz normales mit einem weißen Schiffchen, einem durchsichtigen Stift mit Aufsetzer hinten dran, eine kleine Pinzette und ein großes Wachsblatt. Ein großes Wachsblatt finde ich bei so großen Bildern aber immer schon wichtig, wenn man gerade anfängt, weil da hat man auch noch nicht so viel zu Hause, deswegen finde ich das ganz gut. Dann haben wir einmal die Steinchen. Wie ihr sehen könnt, sind das überall Zipbeutel. Die 310 sind sogar in große Zipbeutel teilweise abgepackt. Wollen wir ein bisschen schwarz dabei haben. Das heißt, wir müssen nicht ganz so viel aufschneiden. So, und jetzt gucken wir uns mal das an, was eigentlich das Interessanteste an dem ganzen Teil ist. Nämlich die Leinwand, die Kleber und der Druck. So. Also es ist ein sehr großes Bild. Ich konnte mal gucken, habe ich die Maße hier auf dem Bild stehen. 60x75. Ich war auch mal gespannt, wie dieses Bild tatsächlich zu mir kommt. Weil gerade so ganz große Bilder ja immer ein bisschen schwieriger im Versand sind. Das Bild war auch gar nicht so ultimativ teuer. Ich habe es in der Angebotswoche, glaube ich, gekauft und habe dann halt, wie gesagt, noch Rabatt bekommen, den ich ja noch einlösen konnte. Und von daher war das dann für mich auch erschwinglich. So, gucken wir mal. Also, der Druck. Ja, der Druck sieht wirklich gut aus bei dem Bild. Ich habe hin und wieder dunkle Buchstaben auf einem dunklen Untergrund. Da empfiehlt sich auf jeden Fall ein Lightpad zu haben. Das macht das Painten ein bisschen einfacher. Ein paar Luftblasen sind in dem Kleber drin. Das sehe ich hier schon. Ich zeige euch das mal hier. Seht ihr so leichte Lufteinschlüsse. Aber der Druck ist wirklich, wirklich schön. So, den zeige ich euch jetzt auch mal, damit ihr mitreden könnt.
Manchmal könnt ihr sehen, was ich meine, so dunkle Schrift auf dunklem Grund, aber es sieht wirklich, wirklich schön aus. Ja, gerade hinten das W. Also es empfiehlt sich da schon eine Leitpad zu haben, aber man kann das wirklich alles super gut erkennen. Und mit einem Leitpad scheint es ja dann auch durch und dann hat man auch wirklich dann die Kontraste da. Ja, also das mit dem mit der kleinen Luftblase, die ich jetzt hier auf der einen Stelle habe, ist jetzt natürlich nicht so schön, aber nicht ultimativ tragisch. Kann man mit einem Cuttermesser einritzen und dann sollte das gehen. Man muss immer gucken, wenn man so doppelseitige oder doppellagige Klebesachen hat, dass man die richtig rum aufmacht, dass man da sich nichts einreißt. Es ist natürlich sehr groß. Ich glaube, es bringt auch nichts, wenn ich euch das jetzt komplett aufmache. Ihr könnt da nicht so viel erkennen, weil das ja so ein anderes Motiv ist. Ha, ich habe euch das Motiv noch gar nicht gezeigt, ne? Ich mache es jetzt so schön auf und ihr könnt das Motiv noch nicht mal sehen. Aber den Druck habe ich euch zumindest schon mal gezeigt. Der Druck ist wirklich, wirklich sehr schön. So, und damit ihr auch seht, was es für ein Motiv ist, drehe ich das Ganze nochmal um. Ich mache das Bild erstmal komplett auf, damit es erstmal gerade liegt. Und dann zeige ich euch natürlich auch gleich das Motiv und die Steinchen. Ist es ja auch sonst echt gemein. Ich mache mit euch das Bild schön auf und zeige euch das Bild. Aber ihr wisst immer noch nicht, was genau für ein Bild es ist. Und man kann es halt auf diesem aufgemachten Teil auch nicht erkennen. Keine Chance. Was habe ich denn da drunter? War nicht. Also es ist ja wieder porstig. Wie widerspenstig hier etwas. Es muss sich auslegen. Also das ist definitiv eine Leinwand, die ihr irgendwo mal drunter packen solltet, wo ihr Bücher drauf packen solltet, bevor ihr die anfangt, damit die sich einfach ein bisschen gerade legt. Aber ansonsten wirklich, der Druck ist wirklich sehr schön. Also da. Und ich sag mal, ich habe in der Leinwand jetzt nicht wirklich viel Übles drin, außer hier. Könnt ihr das sehen? Hier ist natürlich, es ist eine sehr große Luftblase, da muss ich gucken, dass ich das gut rauskriege. Aber da kommt jetzt erstmal wieder die Folie drauf und da sind Luftblasen drin. Ja, die muss man halt ordentlich aufschneiden, damit man das beim Kleben hinterher platt kriegt, damit dann auch nichts übersteht und absteht und damit die Steine dann halt auch ordentlich sitzen auf dem Bild. So, hier könnt ihr, ich weiß nicht, ob ihr das schon seht, hier ein kleines Bild. Aber ich zeige euch das jetzt in etwas größer. Und zwar, tada. So, das ist das Bild. Das finde ich eigentlich ganz hübsch, auch mit den Laternen so im Hintergrund. Es ist so ein, ja, kein naturelles Bild, sondern eher so ein bisschen abstrakt gemalt und dann halt auf Steinchen. Ich glaube, das kommt ganz gut mit den Steinchen rüber, weil das halt nicht ganz klare Linien hat und dadurch dann halt auch mit den Steinchen gut zu setzen ist. Ja, die Größe hatte ich euch schon verraten, 16x75, da steht es nochmal. Und es sind halt sehr, sehr viele Steine, wie ihr sehen könnt. Ich mache die euch auch mal auf. Ich muss nur mal gucken, dass ich bei diesen Typen den Anfang finde. So. Dann nehme ich mal ein Lila daher. Passt heute farblich nicht ganz zu meinem Pullover, aber egal. So, da haben wir das Lila. Also die Steine sehen jetzt, die Farbe sieht ganz gut aus. Gucken wir noch mal was anderes. Nehmen wir mal noch so ein Grün. So ein Grün. Grün-Grün. Sieht auch gut aus. Es ist, ja, es ist nicht so sehr quietschebunt, finde ich, das Bild. Aber selbst mit den Rottönen ist es halt verhältnismäßig wenig, dass es so richtig grelle Farben sind. Auch die sehen super toll aus. Es ist halt schon eher, ja, es ist kein quietschebuntes Bild. Es ist zwar farbenprächtig, aber kein so grelles Bunt. Oh, was wir, guck mal, was wir noch haben. Ich habe noch was gefunden. Ich habe noch ein paar Zipfbeutelchen gefunden. Also wenn ihr Reststeine habt, könnt ihr die dann natürlich auch drin verwahren. Das ist sehr cool. Ja. Also an sich, der Druck ist wirklich schön von dem Bild. Die Farben sehen auch gut aus. Die Legende ist auch toll. Der Kleber an sich, ja, der hat ein paar Stellen, die sind nicht so toll. Die Leinwand ist halt sehr groß, aber dadurch, dass sie nicht auf eine Rolle kam, wenn die jetzt noch auf eine Rolle kommen würde, auf so einer schönen Schaumstoffrolle, wäre das mega gut.
Aber kommt es leider nicht. Ich verstehe es manchmal nicht, weil auch mit so einer Schaumstoffrolle könnte man das, glaube ich, in so eine große Verpackung reinpacken. Naja, warum es nicht gemacht wird, ich kann es euch nicht sagen, was da der Hintergrund ist. Und ja, der Verkäufer an sich ist aber eigentlich ein sehr netter Verkäufer. Aber ja, also für mich wäre das K.O.-Kriterium tatsächlich der Versand mit der nicht vorhandenen Schaumstoffrolle in der Luftpolsterverpackung. Das wäre für mich so ein bisschen so ein K.O.-Kriterium, aber nur für mich persönlich. Der eine oder andere sagt, ja, ist jetzt nicht so schlimm. Hauptsache, der Preis ist halt recht günstig. Ja, aber dann, das müsst ihr selber entscheiden, das müsst ihr auch selber wissen. So, aber wir wären ja nicht hier, wenn wir nicht auch eine Paint-Probe machen würden. Ich muss jetzt allerdings mal schauen, wo ich die mache, weil, ihr habt ja gesehen, es ist ein sehr buntes Bild. Ich brauche ein bisschen eine Fläche, die ein bisschen zusammenhängend ist, damit ich euch da die Paint-Probe machen kann. Und hey, ich habe sogar schon direkt eine Stelle gefunden. Und zwar hier oben in der Mitte ist so eine etwas zusammenhängendere Stelle. Die sind dieses V, was ich hier kleben kann. Ich weiß nicht, was das für eine Farbe ist. Werden wir gleich rausfinden. Ich zoome euch gleich ein bisschen ran, sortiere mir die Steinchen raus und dann sehen wir uns gleich wieder. So, was ich... ich habe euch mal rangezoomt. Ihr seid jetzt mit dabei. Was ich euch zumindest schon mal erzählen kann. Also, das was wir gerade kleben anstelle, ist das Schwarz. Ich habe mich zum Anfang gewundert. Ich denke so, wo sind die schwarzen Tütchen hin? Weil wir halt sehr, sehr viele von den großen Tütchen haben. Aber ich habe tatsächlich die kleinen Tütchen gefunden. Und an sich finde ich das gar nicht schlecht von der Farbe her. Schaut mal. Also die Steinchen sind wirklich gut. Es ist jetzt ein bisschen schlecht zu erkennen vielleicht, weil ich das nicht so gut zoomen kann. Aber die, da sind jetzt kaum welche, die zu groß oder zu klein sind. Die haben eigentlich alles eine schöne Größe. Ich guck mal bei mir genauer hin. Die sehen eigentlich ganz gut aus. Also bei Schwarz ist ja oftmals so, dass man da mal zu große, zu kleine, zu dicke, zu dünne hat. Ist das aber jetzt hier gar nicht so. Ihr habt es ja gesehen. Ich habe die schön einmal geschüttelt und euch das dann einfach mal gezeigt. Also von der Farbe her sehen die jetzt eigentlich ganz gut aus. Kann ich jetzt gar nicht meckern. So, die lassen sich gut raufkleben. Kann ich gar nicht meckern. Die passen auch super gut da rein. Also verzeiht mir, ich bin jetzt hier wahrscheinlich nicht ganz hundertprozentig gerade. Aber das finde ich jetzt persönlich auch gar nicht so schlimm. Ich finde es am Rand immer ein bisschen schön, wenn es ein bisschen gerade ist. Aber so drin schieben sich die Steinchen, wenn sie gut sitzen, halt von alleine zurecht. Und das lässt sich echt gut painten. Also die schwarzen Steine überraschen mich total. Ich glaube, dass das keine... Ja, es ist die Frage, sind das Hartsteine oder Acrylsteine? Ich gehe mal davon aus, dass es Acrylsteine sind, dass es keine Hartsteine sind, obwohl es immer dran steht. Aber ich habe tatsächlich noch keine Testmethode gefunden, wie man das tatsächlich mit so einem Stein testen kann, dass man die jetzt irgendwie mit einer Chemikalie versetzt und dann gucken kann, ob sich das verfärbt oder ob da sich was abnutzt, was auflöst oder sonst irgendwas. Ich meine, bei manchen Sachen ist es ja so, dass wenn man die versetzt, dass sich das dann irgendwie auflöst und dass man das dann erkennen kann, okay, das war dann das und das oder das und das. Aber ich weiß es tatsächlich bei den Steinen gar nicht und ich habe keine Methode bisher gefunden. Wenn von euch einer Chemiker ist oder einen Chemiker irgendwo im Bekanntenkreis hat, der da eventuell eine Methode findet, hey, lasst es mich bitte wissen. Das ist echt noch so ein Thema, was ich gerne, mega, mega gerne wissen möchte und ausprobieren möchte. Was für eine Art von Steinchen ich hier habe. Aber die sehen wirklich toll aus. Also lassen sich auch mega gut kleben. Ihr könnt es sehen. Das ist jetzt kein Zeitraffer. Und ich habe keinen Mehrfachaufsetzer jetzt dran. Ich habe nur frisches Wachs in meinen Stift reingetan. Ansonsten lassen die sich echt mega gut hier setzen. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch mit dem Schwarz ein Bild, was man echt gut kleben kann. Weil manchmal ist es ja so, dass Schwarz immer ein bisschen ätzend ist. Gerade wenn man dann auch viel suchen muss und groß und klein ein bisschen variieren und kombinieren muss, damit das hinterher eine schöne Fläche ergibt. Aber das ist echt richtig gut. Also das macht richtig Bock und richtig Laune. Hier habe ich einen Stein, der ist minimal ein bisschen an den Kanten verschrumpelt gewesen. Zeige ich euch gleich mal.
Zeige ich euch gleich, wenn ich rausgezoomt habe. Einen Stein habe ich gefunden, der jetzt nicht so schön ist. Den lasse ich auch außen vor. Aber die anderen sehen eigentlich ganz gut aus. Also auch gerade Kanten und so. Da kann ich jetzt tatsächlich über die Qualität gar nicht meckern. Und ich setze jetzt wirklich Stein an Stein, dicht an dicht. Und habe da eigentlich, denke ich mal, jetzt auch nicht so die großen Lücken. Ich habe jetzt kein Lightpad drunter. Lightpad aber, wie gesagt, bei dem Bild ist schon empfehlenswert, gerade wenn man auch dunkle Symbole auf dunklem Untergrund hat. Mit einem normalen Tageslicht wird es dann schon schwierig. Und gerade wenn es dann auch ein bisschen dämmert oder ein bisschen dunkler wird, ist es halt sehr, 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 sehr schwer zu erkennen. Und dann sollte man schon ein Lightpad drunter legen. Man kann ja mit einem A4 Lightpad anfangen und gucken, ob es was für einen ist. Und dann kann man sich theoretisch ja auch steigern. Ja, das ist meine Paintprobe. Ich habe mit euch jetzt so lange gequatscht, bis das fertig ist. Hier ist einer, der ist ein bisschen rausgekommen wieder. Sonst so. Mehr habe ich nicht ganz reingesetzt. Ansonsten sieht das total gleichmäßig aus, was ich jetzt sehen kann. Ich habe heute schon wieder Sprachstörungen. Ich zoome euch jetzt einfach mal ein bisschen raus und zeige euch das mal direkt. Und ich gucke mal, ob ich den Stein wieder finde. Ja, ich habe ihn gefunden. Den zeige ich euch nochmal. Ja, mal schauen wir mal. So, einmal wieder rausgesucht. So, ich zeige euch jetzt mal den Stein, den ich meine. Das ist der, der ist ein bisschen verkrüppelt an der Seite. Ja, der ist ein bisschen angefressen. Ich habe aber keine Mäuse zu Hause, keine Sorge. Und die anderen Steine sehen wirklich total toll aus. Ja, also, da ist jetzt nichts dran. Also, ich bin echt total überrascht. Wenn die anderen Steine auch alle so sind, dann macht das mega Bock. Und dann ist auch der Transport der Leinwand verzeiht. So, ich zeige euch das Ergebnis jetzt nochmal von daheim. Das ist natürlich ein bisschen blöd zum Zeigen, weil es halt schwarz ist, ne? Sorry, es tut mir leid. Ich habe halt leider keine andere Stelle gefunden, aber ihr könnt das Glitzern sehen. Die Steine sind echt toll. Und ja, also zwischendurch hängen noch ein paar Wachsreste, die ich so sehe. Aber die sehe ich wahrscheinlich eher, als dass ihr die seht. Ja, ich hatte ja frisches Wachs drin und manchmal drückt sich das Wachs immer noch raus, gerade zum Anfang. Aber es ist ein super tolles Ergebnis. Also mega schön. Was natürlich bei den Bildern immer schön wäre, wenn ich das jetzt einmal im Schnellmodus durchpainten könnte und euch das komplette Bild dann hinterher im Ergebnis zeigen könnte. Wenn ich das machen würde, dann würdet ihr, glaube ich, nur zweimal oder dreimal im Jahr von mir ein Video sehen. Das wäre dann halt nicht so produktiv. Ja, von daher muss diese kleine Paintprobe immer so ein bisschen reichen. Ihr könnt euch ja zumindest dann schon mal ansatzweise ein Bild machen und vielleicht hilft dem einen oder anderen das ja auch, für irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Aber ich bin sehr positiv überrascht. Also die Steine, die schwarzen, wirklich tolle Steine. Also wer da jetzt was anderes behauptet, gut, weiß ich nicht. Aber ich finde die wirklich sehr, sehr toll. Die sitzen 1A auf dem Kleber. Der Druck ist wirklich ganz toll. Die Leinwand hat auch nicht viele Macken. Sie ist zwar noch ein bisschen gewellt und muss sich ein bisschen auslegen, aber ansonsten ist sie auch in Ordnung. So großen Teils zumindest. Hier, wie gesagt, das sieht man vorne gar nicht so. Das muss ich halt wirklich weiter auslegen. Es kommt durch den Transport. Also vom Transport her kann ich das echt tatsächlich nicht empfehlen. Das ist echt nicht schön. Der Druck ist super toll. Die Steine sind auch super toll. Ja, hast du so ein guter Mix, ne? Also es ist so mittlerer Daumen. Also ja, dann das ist so lala. Ja. So, wie kann ich euch dazu sagen? Das war das Bild von heute. Das da, dieses schöne Bild, war es heute. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann lasst mir doch sehr gerne einen Daumen nach oben da. Ihr dürft natürlich auch gerne den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr kein weiteres Video. Ich hoffe, es kommen natürlich wieder mehr Videos. Ich hatte diese Woche leider nicht so viel Zeit, aber ich gebe mein Bestes. Es werden auch wieder ein paar Auspackvideos kommen. Ich habe nämlich noch ein paar Pakete hier. Die warten sehnsüchtig darauf, ausgepackt zu werden. Ja, und wenn ihr welche sehen wollt zum Auspacken, dann schreibt es mir in die Kommentare, dass ihr gerne, sehr gerne mehr Auspackvideo sehen wollt. Und eventuell habe ich demnächst noch eine Überraschung für euch. Mal gucken. Ich würde sagen, das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Hoffe ich zumindest. Bis dann. Tschüss.